Willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Folge. Wer stoppt den Regen in Porsche? Denn es regnet wie Sau. Und wir haben wieder einen Baum, aber einen kleinen. Diesmal. So, wir sind ja hier stehen geblieben. Und uns fehlen noch die Eisenholzdielen. Die haben wir hier. Jetzt habe ich sie alle fertig. Ja klar, war ja lange genug pennen. Ja, gefühlte 16 Stunden. Und jetzt haben wir auch die Eisendingensbummenswerke fertig. Und dann würde ich sagen, bringen wir die doch mal weg. Ich weiß gar nicht, wo sollten wir die denn hinbringen? Zu A&G, ne? Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall laufen wir mal hin. Oh, vielleicht haben wir von der Petra Post bekommen. Vielleicht war sie mal schnell. Ah ne, 2 Tage hat sie gesagt, ne? Vom Forschungszentrum. Wir haben unsere Forschung abgeschlossen und die Montagebauteile für den Heißluftballon und die Ladeplattform beigefügt. Sieh sie dir an. Ja, das ist interessant. Ah, Peterchen, war's schnell. So, dann gucken wir mal, was wir hier für brauchen. Dann können wir vielleicht schon ein paar Dinge vorbereiten. Und zwar... wo haben wir es denn? Hier, Ballonplattform und Heißluftballon. Ballonplattform brauchen wir... Da brauchen wir Seil, Pigmente, hartes Aluminium, Weidenchor, Partholzdielen, Stahlrahmen, Bronzerohr, Eisenholzdielen brauchen wir noch. Brauchen wir 2. Einen habe ich, Stahlplatten habe ich, Steinziegel müsste ich auch noch alles, Stahlrahmen, Bronzerohr. Gucke ich gleich mal nach. Ich mache nochmal Eisenholzdielen. Obwohl, da habe ich noch 5 Stück von. Aber ich brauchte ja noch für welche, für andere. Ich mach mal welche. Sicher ist sicher. Mache ich noch 5 Stück hinterher. So, ich brauchte auch noch Hartholzdielen, wenn mich nicht, also wenn mich nicht alles täuscht, habe ich auch keine mehr. Obwohl, ich glaube, die kann ich auch hier drauf machen, ne? Machen wir die mal hier drauf. Genau. So. Hier noch alles im Lot. Hier ist noch alles im Lot. Und Bronzerohre brauchte ich auch. Quatsch. Habe ich keine mehr. Mache ich... Ja, komm. Mache ich 13. Kupfererz habe ich auch nicht mehr. Nicht schlimm. So. Glas abgeschlossen. Steinziegel mache ich noch ein paar. Da waren ja welche. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Ja, 50 nicht. Machen wir noch welche. Hier so. Perfekto. Und hier hartes Aluminium braucht man, glaube ich. Oder war das jetzt hartes oder... Genau, dann mache ich auch noch mal welche davon. Dann kann das Ganze schon mal laufen. So. Hier 7 maximal Kupfer. Oh, Kupfererz müssen wir. Kupfererz haben wir nicht mehr. Dann müssen wir loslegen. Ja, Aki, Ack. Kriegst du was von mir? Na. Hätte ich dir auch schon wieder fast was geschenkt. So. Ein Schippchen. Bitteschön. Gern geschehen. So, jetzt aber auf zum Albert. Und noch schnell einen Blumenstrauß gekauft. Dann müssen wir uns mal bald mit Emily verabreden, dann kriegen wir noch ein bisschen mehr Punkte. Und meine Batterieleistung lässt fest nach. Ja, das ist doch schön. Oh, 114er Marktpreis, was ist denn los hier? Sollte ich aber gleich hier, warte mal, man kann das hier gerade anschließen. So. Da. Eieiei. Ja. Ach, hey Jemini. So, da haben wir es wieder. hier ist doch der Albert. Wem sollten wir das denn bringen? Dem Antoine? Jetzt muss ich mal kurz gucken mit dem Kabel hier. Wobei der Pro-Controller jetzt... Habe ich das letzte Mal aufgeladen? Ich weiß es gar nicht. Der hält ja echt ewig. Muss ich echt sagen. So, ey, Dankeschön. Gib die Kohle, ja? Wunderbar. Dann lass uns direkt nochmal hier an der Täfelchen gucken. Oh, guck mal, für die Petra, was will sie denn haben? Kupferspulen. Können wir machen. Ah, Kupfer ist jetzt gerade nicht so. Kissen? 50. Guck mal, der Oaks, das ist aber eine geizige Sau, du. 508. Kupferspulen. Ah, komm, da haben wir ein bisschen Zeit, dann muss ich halt mal. Und die Petra macht so viel für uns. Müssen wir mal für die Petra tun.
Und ich kann sogar sein, dass ich noch Kupferspulen habe. Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Wenn nicht, müssen wir auf jeden Fall Kupferfarmen gehen. Das würde ich schon mal behaupten. Aber das geht ja auch relativ flott. So, da ist doch Emily. Das passt doch wie die Faust aufs Auge. Warum sie mir nicht markiert, das ist für mich immer noch ein Rätsel. So, ja, bitteschön. Seil müssen wir auch noch machen. Wir müssen noch Seil machen, Leute. Und für Seile brauchen wir. Was brauchen wir denn nochmal? Gar nichts, ne? Ah, da hinten habe ich schon noch welche gemacht. Guck mal. Oh, habe ich abgeschlossen. Aber ich glaube, wir brauchen noch mehr. Für die anderen nehme ich auch. Oh, Baumwolle. Ja, hätte ich ja wieder in den Laden laufen können. Naja, egal. Wie viele Seile brauche ich denn? So, ich packe das jetzt erstmal hier drauf. So. Und dann gucken wir mal hier. Kupferspulen. Ach ja. Ja, wunderbar. Kupferdrahten, Eisenbarren. Zwei Stück machen wir. Auslagen. Eine machen wir. Stahlrahmen. Zwei machen wir. Ja, perfekto. Da haben wir doch schon einiges. Müssen wir es hier nur um. Oh, das ist wieder so am. Guck mal, wie lange das dauert, Leute. Das ist unfassbar. So. Kupferspule jetzt nicht hier. Ja, die Auslage, ne? Brauchten wir. Einmal das. Einmal das. Jetzt fehlt nur noch Bronzerohr, 8 Stück. Hatte ich gar keine mehr, ne, oder? Nee, okay, da müssen wir tatsächlich warten. Dann. Ja gut, Bronzerohr ist halt noch das, was uns fehlt. Dann lass uns mal kurz marschieren, die Kupferspule vielleicht abgeben und noch Baumwolle kaufen. Weil wir brauchen noch Seile, die brauchen wir später auch noch. Beziehungsweise, lass mich ganz kurz gucken, wie lange unsere Baumwolle noch braucht hier. Die müsste doch jetzt auch bald fertig sein, ne? 3 Tage. Naja, gut, können wir noch mal kaufen. Ja, das ist doch schon mal Juli. 3 Heißluftballons brauchen wir. Oh, da brauchen wir einiges an Seile. Gut, dass ich die Baumwolle eingepflanzt habe. Weil ich weiß nicht, wir brauchen für die anderen Sachen auch noch, glaube ich. Hat sie nicht? Ah, doch, da. 10 maximal, perfekt. Weil ich glaube, es waren 4 Stück, ne? Das wären dann 12. Ja, mal gucken. Oh, ich habe heute irgendwie Rücken, Leute. Unfassbar. Petraschen, komm her. Bitteschön. Jetzt könnt ihr. Oh, Kollegin. Wie sieht es eigentlich aus hier mit unseren sozialen? Apropos sozialen, da fällt mir ein. Ich wollte doch, ich habe noch 4 Punkte und die haue ich jetzt mal hier in. So, in Geschenke, das ist super. So, also ich wollte mal kurz gucken für Soziales. So, oh, Emily sind wir kurz davor, das voll zu kriegen. Dann haben wir Gal, Kollege, Bekannter bei Albert. Django, Petra ist auch Kollegin. Ja, da könnte man auch mal pushen, aber allerdings, ne, klar, kann man machen, kriegt man mehr Geschenke zum Geburtstag und, aber ich weiß nicht. Sicherlich, wenn man schwer Langeweile hat, kann man das schon mal toppen. Man kriegt natürlich auch von den Geschenke einige Sachen, ne, die man dann benötigt, aber ich finde, das geht auch so. Aber es ist ja das Coole an dem Spiel, man kann es ja machen, wie man möchte. So, Higgins, ich klaue dir eh was, wenn das hier drin ist. So, und dann kriegst du wieder einen auf die Map Mütze. Ach, Higgins.
Du lernst es auch nicht, ne? Mit deinen. Oh, hab ich ja vorbeigeschlagen. So. Ja, hättest du nicht gedacht, kriegst du aber 6 Golds dafür. Aber du kannst noch ein bisschen mehr produzieren, dann lohnt sich das Klauen auch. Higgins. Du Beef. So, ja, diese Bronzerohre, die brauchen echt ewig. Aber wir brauchen auch noch Kupfer, ne? Vielleicht gehe ich gleich mal ganz kurz in die Mine und fahre ein bisschen Kupfer. Also nur Kupfer jetzt. Weil das braucht hier eh noch alles. Mal hier brauchen wir. Ach ja, das dauert ja ewig. Komm, Leute. Dann gehen wir kurz in die Mine, in das Minchen. Und warte mal, eine Sache mal kurz gucken. Was wir, ach Quatsch, andersrum. Was wir für den Heißluftballon brauchen. Achso, die Seile wollte ich nicht. Das heißt, drei Seile, okay. Pigmente 4, die können wir auch kaufen. Qualitätsleder. Wie war das denn nochmal? Ach, Pigmente müssen wir dafür haben. Die kann ich aber, glaube ich, machen, ne? Oh ja, kann ich sogar. Oh, nee, nicht Aprikose. Ich brauchte ja auch mal was anderes. Was, also Peter und... Na, ich mach mal gerade... Ja, ich wollte eigentlich 10 machen. Machen wir halt mal 9. Gut. Dann können wir das nämlich schon machen. Dann gehen wir ganz kurz Eisenerz holen. Ein bisschen zumindest. Nicht viel, aber ein bisschen. Und dann kriegen wir vielleicht am morgigen Tag, also am morgigen Porsche-Tag, also heute noch, schon mal die Plattform fertig. Da kommen wir jetzt hier. Aber ich glaube, hier muss ich mal ganz kurz anderes Ding nehmen. Ja. Weil ich glaube, da ist schon alles umgeflügt das letzte Mal. Gehen wir mal auf Nummer sicher. Weil ich glaube, Kupfererz habe ich letztens auch noch. Ist eigentlich einiges. Ich habe eigentlich auch gedacht, ich habe noch ein Bronze habe ich noch gefarmt. Aber ich habe gedacht, ich habe noch genug Kupfer, aber anscheinend nicht. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass wir noch mal Kupfer brauchen. Wobei es eigentlich ganz cool ist, dass man halt noch mehrere Sachen immer braucht. Ist eigentlich ganz so. Dann legen wir mal los. Ich hau hier mal ein bisschen was kaputt und dann melde ich mich gleich. So Leute, ich glaube, ich habe genug. Ich habe jetzt irgendwie 887. Das sollte jetzt erstmal langen. Ein bisschen anderes Erz war auch noch dabei. Aber gut. Jetzt ist es schon 20 Uhr. Wir lassen mal gucken, was noch schon fertig ist. Lass uns die Sachen kurz wegpacken. Und dann, Mann, was ein Wetterchen. Was ein Wetter. Aber das ist... Ich sag dazu nichts mehr. Pigmente sind fertig. Hervorragend. Dann können wir noch Qualitätsleder machen, denn wir brauchen... Warte, was brauchen wir jetzt? Warte, lass mich kurz... Wir brauchen ja 3 Ballons, ne? Lass mich das kurz ausschreiben. Das heißt, wir brauchen... 9 Seile. Vierundzwanzig Faserstoffe. 12 Pigmente. 12 mal hartes Alu. Und Leder habe ich schon. Ne, 9 mal Quali-Leder. Und 18 mal Hartholzdiele. Ich müsste mal die Kamera aufrichten und dann gucken wir mal, was wir gleich davon noch lesen können. Also ich zumindest. Gut. 9 Seile. Hier, Qualitätsleder. Wir haben jetzt ein, wir brauchen 9. Das heißt, wir brauchen noch 8. Ja, das passt doch. Machen wir mal
ein weniger, damit wir jetzt erstmal damit auskommen. So, das heißt, die Qualitätsleder könnte ich hier mal streichen. Ja gut, ich streiche ich mal, damit ich das weiß. So, wir brauchen 18 Hartholzdielen. Hier habe ich jetzt, wie viel habe ich davon? 5, ich kann nochmal 5 machen. Dann habe ich 10 und hier mache ich nochmal 8. Einmal nochmal 10, so. Hätte ich die auch. Oh, das ist, oh, ich habe ja eine Maschine wieder zu viel an. Ja, komm, breche ich mal kurz hier die, die Ziegelchen ab. Die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, jetzt sollte es wieder passen, ne? Ja. Hartholzdielen haben wir auch. Seile können wir jetzt nicht machen. Wie viel habe ich Seile denn? Seile habe ich 6, da brauche ich nur noch 3, okay. 24 Faserstoffe. Oh, da müssen wir noch abgenutztes Fell, da müssen wir noch ein bisschen die Tiere verprügeln gehen. Das können wir jetzt gleich noch machen, das ist schön. Wie viel brauche ich denn davon? Faserstoffe. Wie viel brauche ich hiervon? 48. Abgenutztes Fell. Kann ich das nicht auch irgendwie herstellen? Nee, ne? Schade. Abgenutztes Fell. Oh Gott, das kann gar keiner mehr lesen. Okay. Hartes Aluminium 12. Das wäre dann jetzt hier. Also wie viel habe ich denn jetzt hier? Hier habe ich jetzt 10. Dann mache ich noch. Wie viel macht der noch? Der macht noch 2. Dann hätte ich genau richtig. Mache ich nochmal 8 dazu. 10 dazu. Komm, was soll der Geiz? So, dann hätte ich hartes Aluminium auch fertig. Pigmente. Boah, ich habe schon gesagt, hier Regel. Was heißt das für Müll? Pigmente müssen wir noch machen. Pigmente. Machen wir einfach alle. Oh, Salpeter müsste ich vielleicht auch nochmal setzen, ne? Oh, ein Regenbogenblumen haben wir auch nicht mehr. Aber da habe ich doch noch. Da habe ich doch noch die Samen, ne? Warte mal. Da habe ich doch noch die Samen. Na, komm schon. So. Ja, wo sind sie denn jetzt? Wo sind sie denn jetzt? Aber dann müssen wir die holen morgen. Ich hatte jetzt nicht. Ich habe jetzt echt damit gerechnet, dass ich die hatte noch. Ja, bin ich jetzt durch, ne? Ja. Also entweder habe ich es jetzt übersehen. Hier rechts habe ich es ja nicht, ne? Ne. Ah doch, hier, warte mal, hier ist. Oh ne, das ist Baumwolle. Das war ja hier. Ah, krass, haben wir denn nur ein. Na gut, egal. Holen wir dann uns morgen. Das war ja, glaube ich, in der Kirche des Lichts, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und lass uns mal. Ah ja, das brauchen wir noch für Dünger. Können wir auch direkt mit aufnehmen. Und dann lass uns noch kurz abnutzen das Fell. Wobei 48 werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr farmen können. Aber ja, müssen wir ja irgendwie. Ah, die gehen ein Schlag sind ja kaputtchen. Das heißt, müssen wir mal. Die armen Lamas, ne? Wisst ihr noch, damals ganz am Anfang habe ich gesagt, niemals. Oh, Kopfsalatsamen habe ich hier eingesammelt. Aha, krass. Ich dachte, niemals werde ich die Lamas umbringen. Und jetzt hier, Serienkiller. Ja gut, 48 geht dann doch relativ schnell. Oh. Ja. Da hinten sind noch welche, die können wir nochmal kurz nehmen und dann gehen wir morgen nochmal hier hin. Ja, die spawnen ja täglich hier. Komm, buntes Lamachen. Halt still. Und du auch noch. So. Oh. Die spawnen da doch relativ schnell. Da hinten ist auch noch einer. Also ein bisschen haben wir noch. Wir haben ja 0 Uhr. Ja, dann nutzen wir jetzt die Zeit auch mal aus, würde ich sagen. Oh, guck mal, da ist das weiße Lamachen.
Ein Baumwolllama. Guck mal, der wird der hier. Ach, der macht wahrscheinlich diese flexible Faser. So. Ja, gut. Ah, da hinten ist er nochmal. Ja, der spawnt dann direkt nochmal hintereinander. Oh, komm schon. Und auf die Mütze. Feines Fell, flexible Faser, ja. Okay. Abgenutztes Fell. Ja, jetzt prügeln wir uns aber hier durch. Oh. Oh, hast du gesehen? Hinten in den Hintern. Der wäre aber geflogen. Ganz schön weit. Ah, komm, die Stunde können wir noch durchprügeln. Brauchen das Zeug ja, ne? Irgendwann müssen wir es eh machen. Führt ja keinen Weg dran vorbei. Ich meine, solange die jetzt hier so regelmäßig spawnen, machen wir das auch. Ich meine, jetzt spawnen die immer zweimal hintereinander, ne? Da und dann wieder zurück. Aber gut. Oh, der hat gesessen. Uppercut. Jugend. Und wieder zurücklaufen. Und jetzt sind sie weg. Ich hätte die ganze Zeit die Sprintentaste gedrückt, habe ich gemerkt. So. Jetzt habe ich das 48 brauchen wir, ne? Die armen Lamas. Oh, guck mal, kriegen wir den noch? 48, ja, den kriegen wir noch. Wenn ich nicht so spät aus... Na gut, das war's wohl. Ja gut, dann legen wir uns jetzt hin. Wie viel haben wir denn bekommen? Kann ich das mal kurz gucken? Ja, guck mal, 23. Das ging doch. Ich brauche doch abgenutztes Fell, ne? Ich kann diese Schrift wieder nicht lesen. Oh mein Gott. Doch, ich meine, das war schon so. Gucken wir jetzt nochmal. So, bis gleich, Leute. So. Jetzt soll ich mal gerade kurz gucken, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir... Ich weiß nicht, was ich hier geschrieben habe, aber es ist abgenutztes Fell auf jeden Fall. So, jetzt aber hier noch die Rohre. Die müsste ich jetzt auch fertig haben. So. Ja, perfekt. Dann haben wir die Plattform schon mal. So. Na, mach dran. Na, jetzt. So, und dann können wir den ersten Ballon da drauf tun. Super. Und dann kommt der erste Ballon. So, was müssen wir hier dann fertigen? Den Weidenkorb. Da fehlt nur ein Hartholzdielen. Die müssten wir jetzt eigentlich auch hier haben. Ja. Perfekt. Eisenholzdielen sind auch abgeschlossen. Den Korb. Ah, da fehlt uns noch Qualitätsleder, ja, okay, kein Problem. Den Ballon, da fehlen uns noch Faserstoff. Okay, kein Problem. So. Ach, der Angeltag ist ja heute. Ja gut, dann ist es jetzt halt so. Stunden. Ich glaube, dann gehen wir mal ganz kurz Regenbogenpflanzen holen. Seil 3. Seile habe ich doch, ne? Hier. Dann gehen wir noch die Regenbogenpflanzen holen, würde ich sagen. Dass wir die schon mal einpflanzen können. Ich frage mich immer noch. Oh. Wichtige Nachricht sogar. Vom Rathaus. Der 19. Tag des strahlenden Sonne. Wir laden euch alle herzlich ein, ein Geschenk für die Stadt vorzubereiten und des Bürgermeister Gale vor dem 18. zu bringen. Ach so, das ist ja wieder, was sie wieder mal... ich kann jetzt das gleich wieder fertigstellen. Ich denke, dass ich mich dieser Maschine auch Attribut von Kleidung verändern kann. Warum kommst du nicht vorbei und siehst dir an, der erste Versuch geht auf mich. Oh, ja, das machen wir. Carolina. Und dann schmeißen die ja wieder die Dinger vom Himmel.
Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch was Gutes bekommen können. Letztes Mal war das Schwert, das war gar nicht so schlecht. Und ich hatte aber auch irgendwie nur Scheiße abgegeben. Das spielt auch keine Rolle, ehrlich gesagt. Mal gucken, was ich jetzt abgebe. Bis zum 18. haben wir noch 6 Tage easy Zeit. So, jetzt gucken wir nochmal hier. Hier waren noch die Regenbogen, ne? Oder dieses Ganze, ich weiß es gar nicht mehr. Aber dass ich von nichts mehr habe, waren das immer nur ein Samenkorn? Das ist ja Wahnsinn. Mal gucken, Kirchenladen. So, wir haben hier tatsächlich einen, ja. Ja, gut, den nehmen wir. Und wo sind die Regenbogen? Hier, Regenbogen, Samen. Nehmen wir auch. Aber das sind 50. Da habe ich doch noch welche von. Ja, ist ja egal jetzt. Kann ja keine sagen, dass ich 50 Regenbogensamen da versaut habe. Da sollten wir vielleicht auch so ein kleines Beet mal anlegen, ne? Aber das ist so alles so wenig Platz. Da müsste ich das auch. Geronimo! Aber eigentlich wäre das keine dumme Idee. Gucken wir diesen blöden Löwen da vielleicht auch mal verkaufen. So, Ack, du kommst auch hier mit nochmal. Ja. Ich wollte dir eigentlich was schenken, mein Freund. Oh, es gibt sogar 8. Mhm. Okay. Sehr wertvoller. So, jetzt. Die Weizensamen wollte ich eigentlich nicht. Na egal. Dann brauchen wir auf jeden Fall Regenbogen. Regenbogen. Und wir brauchen den. Habe ich das nicht gekauft? Doch. Wollte schon sagen. Hat schon kurz einen Schock bekommen. So, die Regenbogen kann ich hier reinhauen. Ja, die kommen mal kurz an Dünger. So. Ja, die sind reif. Ich weiß, ich kann die ernten. Ja, gut. Dann packe ich hier noch den. Oh, meine Tasche ist komplett voll. So, jetzt muss ich aber gerade gucken, wo ich den habe hier, den. Das packen wir jetzt mal kurz hier hin. Und dann kommt das hier rein. Plus ein bisschen Dünger. Das dauert 14 Tage, ja krass, okay. Ja, ist halt so. Ich hätte den nicht ausräumen dürfen, aber was soll ich jetzt machen? So, dann lass uns mal kurz hier das hier Qualitätsleder, okay, haben wir jetzt. Seile brauchen wir noch, das müssen wir da machen. 12 Pigmente. Wie war das denn jetzt nochmal? Ach so, haben wir schon. Ah, okay. Pigmente. Aber wir brauchen noch mehr, ne? Aber hier die 12 habe ich schon mal für die. Bin mir jetzt nicht sicher, ob wir noch mehr brauchen. Aber die 12 haben wir schon mal für die Ballons. Und die Faserstoffe kann ich noch nicht machen. Und die Seile habe ich auch, glaube ich. Ne? Das müssen wir schon mal auf, zumindest mal hin. Ah, da fehlen mir noch welche. Okay. Und ich mache jetzt gerade. Was? Warum mache ich den Qualitätsleder? Ich breche das mal kurz ab. Ich weiß gar nicht, mich wofür. Brauche ich das irgendwo? Ach ja, das brauche ich auch irgendwo für, ne? Egal. Die 6 machen wir nochmal. Dann hätten wir die 9 Seile. Und. Ach nee, jetzt habe ich die Qualitätsleder. Jetzt weiß ich es wieder. Das war dumm. Ja, da muss ich die nochmal hinschreiben. Jetzt weiß ich auch, warum die. Ich habe sie hier durchgestrichen, ne? 6 mal Qualitätsleder. Ich Trottel. So, ja Freunde, dann würde ich sagen, dann war es das für die heutige Folge. Ich denke, wir haben doch mal heute mal einiges gepackt. Ich hätte gerne so einen Ballon fertig bekommen, aber das machen wir dann halt in der nächsten Folge. Mich hat es mal wieder gefreut. Ich hau rein und ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Ich bin raus, haut rein, bis dann.